Hallo? Hallo Mo, bist du da? Hallo? Guten Tag. Ist die Tür offen oder ich traue mich nicht reinzukommen? Ja, kommen Sie doch rein. Hallo? Hallo. Guten Tag. Was ist denn hier? Ja, ich dachte, hallo? Ich komme mal vorbei, weil wir hatten uns jetzt noch nicht so richtig hier uns mal begrüßen können. Absolut nicht. Ja, grüß Gott. Herzlich willkommen. Mensch, da hockt er wieder. Schnell weg hier. Sohn. Ich trau dem nicht. Ich hab den schon ein paar Mal getroffen und ich sag ihn eins. Mit dem ist nicht zu spaßen. Mit dem ist wirklich nicht gut Kirschen lassen. Aus der Stadt ist nicht zu spaßen. Ja, das kommt mir vor. Aber also gut, dass Sie das auch schon bemerkt haben. Ja, absolut. Also hier läuft alles nicht so ganz, wie es... Ja, danke. Endlich sagt's mal einer. Ich hab da was rausgefunden. Wenn man in die Kirche kommt. Ja. Und ich hab da was eher Komisches gesehen, sag ich jetzt mal. Der Herr Jack Slater, der diese Kirche betreibt, nicht wahr? Der ist ganz aggressiv drauf. Und der schießt immer auf Leute mit Bogen, mit seinem Bogen und tötet immer Leute. Und dann bestreitet er, dass er einer Kirche angehört, weil er Bruder zur nächsten Liebe. Was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, haben Sie das überhaupt gar nicht bemerkt hier? Mensch, schauen Sie. Was ist das denn? Bewahre ohne H. Es könnte auch Beware sein, aus dem Englischen. Es könnte schon schlimm sein. Komisch, dass Sie genau das wissen plötzlich. Er ist hier. Wer ist denn er? Ist das vielleicht dieser Jack Slater? Wollen wir uns mal die Kirche anschauen? Wir können uns gerne die Kirche mal anschauen. Ja, komm, ich bin da ein bisschen... Aber dürfen wir das überhaupt? Wissen Sie, ich glaube, hier geht so viel ab. Hier gibt es keine Regeln. Es gibt noch nicht einmal eine gescheite Justiz. Es wurde jetzt das Polizeigebäude, das Gerichtsgebäude wurde erstmal gebaut. Ist der Freckles, ich weiß nicht so richtig. Okay, die Apple-Aktien, die sind aber wieder mal krass gestiegen. Also, ich habe mir letztens Apple-Aktien erst wieder gekauft. Okay, passt perfekt. Ja, super. Okay. Da schauen wir mal da weiter. Hier ist ja generell ziemlich viel am Abgehen. Ich sag's nur, es ist zwar eine schöne, es soll ganz schön kommen mit dem Weihnachtsbaum, aber der Weihnachtsbaum ist mehr Trappe als wirklich Sinnhaftigkeit des Projekts. Ich muss auch gestehen, was mich ein bisschen stutzig macht, ich habe letztens hier einen Typen gesehen, ich glaube, er heißt Herr Bergmann, der hat an meinem Haus entlang so ein bisschen rumgeschnüffelt. Ich weiß nicht, was er dort getrieben hat in der Ecke, aber der macht da auch ganz, ganz komische Anstalten. Ganz, ganz seltsamer Typ. Aber generell, auch hier, jetzt schauen Sie das mal, das gehört einem Herr Verzögerung. Das ist auch hier ein bisschen krasser. Und da werden Sie schon wieder angeschossen hier. Das sind diese Rabauken schon wieder. Das sind diese Rabauken. Diese Betrunkenen. Und schon wieder in der Nähe der Kirche. Achtung. Es ist wirklich so. Es kommt einem immer so vor, als wäre das irgendwie krass. Hier, außenrum, habe ich einen kleinen Weg. Einen kleinen geheimen Weg hier reingefunden. Hier kommen wir ganz leicht einfach hier rauf. Schauen Sie. Und jetzt werden Sie mir es nicht glauben. Sie werden es mir nicht glauben. Lustig, wir können doch hier nicht einfach auf die Kirche rein. Kommen Sie jetzt. Schnell. Der Spielemeister folgt uns schon wieder. Was? Wo? Ja, kommen Sie schnell. Schnell. Bevor er irgendwas vorhat. Kommen Sie rein. Und hier ist es nicht gesichert. Hier drinnen ist nichts gesichert. Wir brauchen nicht einmal einen Schlüssel, um reinzukommen. Hier ist alles einfach... Außer die Kiste. Ungesichert. Ja, das ist selbstverständlich. Aber ich meine, schauen Sie sich das mal um hier. Warum ganz zwei? Ganz schön protzig. Auf jeden Fall. Hier kommt man zum Beispiel nicht rein. Sehen Sie, was war das? Raum. Haben Sie das gehört? Das war wie eine Explosion. Gehört, ja. Ich hoffe mal, das war draußen. Schauen Sie, ich muss Ihnen noch das andere zeigen. Kommen Sie schnell. Kommen Sie schnell. Man kommt von der anderen Seite auch rein. Da gibt es ja einen anderen Eingang auch. Aber was noch viel beängstigender ist, schauen Sie das hier mal. Ein Lama. Die Kirche. An sich? Und ich sage es Ihnen. Spenden? Ja. Ich habe es gesehen. Hier hinten kann man ja vorbeigehen, nicht wahr? Ja. Ich habe gesehen, wie irgendwie Herr Slater hier verschwunden ist. Ich weiß nur nicht mehr, wohin. Was ist denn das da unten? Ist es eine Jukebox? Ist es ein Plattenspieler? Ich weiß es nicht. Es ist alles höchst mysteriös. Keine Orgel in der Kirche, aber ein Plattenspieler, okay. Ja. Es ist alles ein wenig suspicious. Ich sag's Ihnen, ich bin hier vorbeigegangen und plötzlich ist er verschwunden. Irgendwo nach unten. Ich weiß aber nicht wie, wo und warum. Es ist alles ein bisschen komisch, sage ich Ihnen. Aber schauen Sie hier. Hier geht's ja auch nochmal rauf. Aber in diesen einen Raum, der einzige Raum, der gesichert ist, kommt man nicht rein. Auch hier nicht. Das ist neu. Ach, ja, lustig, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Rein. Ich weiß es auch nicht. Ich glaub, kann man da was sehen? Das sieht einfach aus wie ein ganz normaler Lagerraum. Ja, natürlich, aber dort hinten, dieser eine Raum, da genau da vorne, der bereitet mir echt Sorgen. Ich sag's Ihnen. Das ist echt so etwas, wo ich mir denke,
Ah, ich verstehe halt einfach nicht, wenn es eine Kirche ist, warum lassen sie nie jemanden rein? Warum haben sie hier, warum haben sie den Altar, warum haben sie die Spendenbox, aber lassen nie jemanden anderes rein, außer ihre eigenen Leute? Das verstehe ich einfach nicht. Vor allem sind sie dann plötzlich, warum sind sie plötzlich so nicht einmal wirklich vorsichtig genug, dass man nicht einbrechen könnte? Weil ich meine, schauen Sie mal diesen Strauch, den müsste man doch entdecken, oder? Doch, vielleicht möchten sie, dass man das sieht. Vielleicht ist das Ganze auch eine große Verschwörung, von der wir noch nichts wissen. Ich möchte Sie bitten, sobald Sie irgendetwas mitbekommen, sobald Sie irgendetwas sehen, irgendetwas nur riechen, bitte sagen Sie es mir. Es ist wichtig, dass... Also, in letzter Zeit müffelt es ja auch schon ein bisschen, also... Entschuldigung, es könnte auch an mir gelegen sein. Tut mir leid, da wollte ich jetzt nicht so Ihnen so nahe drehen. Ich hatte letztens ein paar faule Kartoffeln und naja, ach egal. Ja, passiert. Ich bin mir nicht sicher, worauf das Ganze noch ausruhen soll. Und ich meine, schauen Sie sich mal den Gerichtssaal an. Ich möchte Ihnen nur noch den Gerichtssaal sagen, das ist keine Repräsentative, das ist keine Justiz, die wir da haben, sondern das ist einfach nur ein schnörkeliger Justizsaal. Schauen Sie das mal an hier, der Gerichtssaal. Mit einem Lama. Das ist doch nichts. Es gibt keine Geschworenen, das sind Zuschauer. Das ist eine willkürliche Justiz, die wir hier haben. Einen Kläger, einen Pranger gestellt. Und einen Angeklagten haben wir nicht einmal einen Anwalt. Einfach nur an den Pranger gestellt. Ich kann Ihnen sagen, Frau Histories. Ja, was hat er gestern auch noch mitgebaut? Hier! Ja. Fräulein Histories. Fräulein Histories. Und wissen Sie, was noch schlimm ist? Sie ist doch eine normale Bauernsfrau. Was sollte sie denn hier mit einem mit Justiz? Eine normale Bauernfrau? Ja. Kommen Sie mal mit. Sie wollen mir doch nicht wirklich erzählen, dass das, was ich Ihnen jetzt zeige, für eine normale Bauernfrau spricht.